Also mir geht es mit diesem Nahostkonflikt so, ich bin restlos ratlos. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ich schaue mir das jetzt seit 3000 Jahren an, ne? Und ich bin echt ratlos. Wahnsinn. Das ist mein Aufruf zur Revolte, die auch den Mut zur Schwäche haben sollte. Denn die neue Art zu revoltieren, aber man sollte sich auch nicht zum Opfer machen lassen, ja? Wir brauchen uns nicht mobben lassen von niemandem, ja? Niemand hat das Recht, uns zu irgendetwas zu diffamieren, was wir einfach nicht sind. Ich persönlich bin ja inzwischen in der luxuriösen Position, dass ich von links und rechts gemobbt werde. Das ist ziemlich praktisch, weil da findest du deine innere Mitte ganz einfach. Das ist mein Aufruf zur Revolte, die sich nicht ins Boxhorn jagen lassen sollte. Denn die neue Art zu revoltieren, die geht da, 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 da. Und was für ein Horrorkabinett da auf der Ehrentribüne des Maracana. Wahnsinn, ja? Neben Schrieaugenbinder Merkel, Joachim Gauck, der größte lebende Intellektuelle Deutschlands seit dem Tod von Mike Krüger. Oh, Entschuldigung, ich habe gehört, Mike Krüger lebt noch. Joachim Gauck, der zweitgrößte lebende Intellektuelle Deutschlands nach Mike Krüger. Daneben die brasilianische Merkel, ja, die ganze Stadtviertel planieren hat lassen und ansonsten ein schönes Geschau gemacht hat, während man das Land für 4 Wochen ausgeliefert hat an die FIFA. Und deswegen folgerichtig neben ihr der Sepp, der Blatter Sepp. Ja, der Sepp, Servus Sepp, das ist er, der Blatter Sepp, der größte lebende Mafiosi in Amt und Würden seit dem Tod von Al Capone und dem Rücktritt von Silvio Berlusconi. Der Sepp, ja, Servus Sepp. Ja, der Sepp Berlusconi und daneben Wladimir Putin, den mochte ich sowieso nie, weil... Wisst ihr, der Feind von meinem Feind oder von mir aus der Gegner von meinem Gegner ist ja deswegen nicht automatisch mein Freund. Manchmal ist er einfach nur eine andere Sorte Arschloch. Und ich mag einfach so Geheimdiensttypen nicht. Ja? Auch wenn der Geheimdienst der KGB war und sie jetzt irgendwie Staatspräsident von Russland sind. Schaut's, ich mag die auch dann nicht, wenn sie von der NATO drangsaliert werden, gegen deren Politik ich kämpfe, seit ich denken kann. Das ist natürlich ein ungleicher Kampf gewesen. Ich gegen die NATO. Muss aber sagen, die NATO hat sich erstaunlich gut gehalten in den letzten 25 Jahren. Ich bin weder pro NATO oder pro Putin. Ich bin für Russen und Palästinenser und für Israelis und ich verstehe einfach vieles nicht. Ich verstehe oft nicht, wie Leute abgehen und am Ende bin ich etwas noch viel, viel langweiligeres als alles das. Ich bin einfach so pro Frieden und pro Menschen. Ne? Frieden für die Welt. Frieden für die Welt. Frieden für die ganze wunderschöne Welt. Entschlossen und zart beendet die Schlacht, dass der Welt ein Frieden lacht. Wir stehen aufrecht noch,
aufrecht noch. Wir stehen aufrecht noch, trotz alledem. Trotz Lüge, Verleumdung und Haft. Der Liebe Kraft, die hält uns hoch. Trotz alledem. Ich habe mir noch etwas Verstärkung mitgebracht. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome today. We are not afraid. We are not afraid someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Wir gewinnen doch noch, wir gewinnen doch trotz alledem. Ich hab's falsch gesungen, es ist eigentlich viel schöner. Moment. Wir gewinnen doch noch, wir gewinnen doch noch, Edgy Badge. Und dieser Tag, meine Damen und Herren, der ist vielleicht noch fern, doch dann siegen wir und haben auch euch gern. Wir sind ohne Angst, wir sind ohne Angst, wir sind ohne Angst. Wie das Meer, ein buntes Heer, wir sind ohne Angst, kommt her. Jetzt werden wir so mal ein bisschen Kirchentag-Atmosphäre probieren. Ihr dürft jetzt mitsingen. Schafft ihr das? Ich sag den Text auch teilweise vor, ja? Wir spielen langsamer. Wir machen erstmal das Englische. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Whoa. Singen noch eine Strophe. We are not afraid. We are not afraid.